Hallo, im heutigen Video geht es ums Pfeifenrauchen. Wir haben ja eine relativ große Pfeifen-Community hier auf YouTube und das ist nicht unbeobachtet geblieben. Auch in Italien gibt es viele Pfeifenraucher und ich hatte kürzlich einen Kommentar von einem italienischen Pfeifenraucher bei mir auf ein Video und so ist der Austausch zustande gekommen. Ich habe mal seinen Kanal angeschaut und habe ihn gleich abonniert. Der gefällt mir, der lustige Typ, der den macht. Und bei seinen Videos habe ich dann gesehen, dass der auch Pfeifen herstellt. Und zwar Pfeifen aus Edelstahl, wie ich sie noch nie gesehen habe. Und unter anderem baut er ganz spezielle Pfeifen, wo ich schon lange gesucht habe, dass mir jemand sowas baut. Und der hat die eigentlich schon im Sortiment gehabt. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Und ich habe auch gesehen, dass andere deutsche YouTuber schon bei ihm auf der Seite waren. Und er hat sogar ein Video gemacht, das liegt schon etliche Wochen zurück, wo er die deutsche Pfeifen-Community mal vorgestellt hat in Italien, haben sie durchlaufen hat lassen. Sieht man viele bekannte Gesichter. Ich war unter anderem auch dabei. Und ja, so ist man halt in Kontakt gekommen. Und der hat mir jetzt ein Päckchen geschickt. Ist heute gekommen aus Italien. Ich weiß auch schon, was drin ist. Deswegen habe ich das auch als in Anführungszeichen Werbevideo deklariert, weil er mir was geschickt hat. Er stellt dir ja auch hier die Sachen. Ich schneide das Päckchen jetzt mal auf hier. So ein Plastiksack drin. Ich krieg selten was von UPS. Da ist das Päckchen hier rausgekommen. Geht gleich mal ein Gruß raus. Un salut da Rimini, Jobpipe. Machen wir das mal auf. Auf seinem Kanal geht es nicht nur um Pfeifen, sondern auch traditionelle italienische Zigarren. Auch diese Toscano, Toscanelli und andere Sorten, die es in Italien gibt, werden da vorgestellt und geraucht. Und gerade für diese Zigarren hat er was entwickelt und was gebaut, was jetzt hier in dem Päckchen ist. Wo ich auch schon die Idee hatte, sowas wäre klasse. Ich verwende ab und zu so eine alte Wallenstein, um die Toscanellis reinzustecken. Da ist ein langer Brief dabei, den werde ich mir nachher anschauen. Heute geht es ums Unboxing. Schauen wir mal, was drin ist. Mal kurz hier drauf gehen. Jobpipe. So nennt sich der Kanal, als auch der Hersteller von diesen Pfeifen. Schauen wir mal in das erste Säckchen rein, was da drin ist. Kommen jetzt erstmal Mundstücke entgegen. Ein gebogenes, ein gerades. Wie das genau funktioniert, muss ich mir noch anschauen. Und hier ist der Pfeifenkopf mit einem Edelstahleinsatz. Und anscheinend werden die Mundstücke dann hier reingeschraubt. Das kommt dann extra noch in einem Testvideo. La Prossima Volta Brovero i Fischietti. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich werde die Pfeife das nächste Mal probieren. Noch eine Tüte. Wow. Wahlweise Mundstücke, gebogen oder gerade, mit verschiedenen Materialien hier. Da muss ich erst mal schauen, wie das funktioniert.
für so ein Baukastensystem. Hier nochmal zwei. Aha. Und das sind die besagten Pfeifen für die Toscano-Zigarren. Die sind genau bemessen für die italienischen Zigarren, um die in der Pfeife zu rauchen. Fühlt sich sehr wertig an, auch die tollen Mundstücke, schaut euch die an. Hier noch eine mit gekröpftem Mundstück. Ich werde nachher mal eine Toscanello holen und da reinstecken. Prima, freue mich. Also, das war heute das Auspacken. Jetzt möchte ich noch mal was vorlesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Es freut mich, dass die italienischen Pfeifenraucher auch deutsche Pfeifenraucher-Videos anschauen. Sono lieto che anche i fumatori di pipa italiani guardino video tedeschi sul fumo pipa. Ich hole jetzt mal so eine italienische Zigarre, wenn wir die reinstecken, dann schauen wir uns mal an, wie das ausschaut. Haben wir einen richtig guten Zug. Ich werde demnächst mal testen. Das ist wie so ein Baukastensystem. Man kann da das gekröpfte Mundstück gegen ein gerades austauschen. Je nach Lust und Laune. Und jetzt mal zum Test. Das ist diese Toscanello Pfeife. So schauen die aus, die Dinger. Diese typischen italienischen Zigarren. Das waren jetzt die roten mit Kaffeegeschmack. Und die Pfeife ist eben genauso gebaut, dass die Toscanello genau da reinpasst. Man kann also Zigarre und Pfeife verbinden. Wenn man zum Beispiel arbeitet, das ist ja eine super Sache. Dann kann man schön draufbeißen und der Rauch zieht einem nicht ins Auge rein. Bin schon gespannt, wie es funktioniert. Hier die geköpfte Variante. Schließt absolut dicht ab, um den Zigarren. Um das Zigarrenmundstück, also zieht keine Nebenluft. Das war's mit Teil 1. Grazie Simone. Teil 2, die nächsten Tage mal. Dann werde ich die Pfeifensysteme mal ausprobieren und schauen, wie sich das raucht. Das ist völliges Neuland für mich. Servus, ciao. Eduardo!